Hallo und herzlich willkommen, werte Zuckerfreunde, zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, wir sind immer noch im Lager, ich weiß, und wir sind in derselben Session, deswegen seid mir nicht böse wegen den Kommentaren, wenn sie kommen sollten, wegen Leliana und wegen Morrigan. Wie gesagt, ich entscheide mich eigentlich für die Morrigan. Wenn jemand was dagegen hat, schreibt es mal rein. Oder wenn ihr sagt, ja, die Morrigan, die ist cool, mit der sollen wir mal eine Romanze anfangen, da ich ja eher für die Frauen bin, anstatt für die Männer. Da hatten wir auch zum Glück noch keinen Dialog und ich hoffe eigentlich nicht, dass der noch kommt. Ja, werden wir dann vielleicht auch einfach mal die Morrigan küssen, aber nichtsdestotrotz zurück zum, ne, back to topic und so. Wir haben noch den Stan. Der Stan ist wirklich schwierig als Wärter Kunari aus, ja, der ja ein Soldat gewesen ist. Da haben wir uns wirklich mal einen Minuspunkt eingefangen und wir unterhalten uns doch einfach noch mal mit ihm und gucken wir mal, ob wir nicht da noch wirklich richtig antworten oder zumindest ich. Ja. Ja, und zwar, naja, ich habe eine Frage. Das überrascht mich nicht. Okay, warum seid ihr nach Ferelden gekommen? Um eine Frage zu beantworten. Okay, um eine Frage zu beantworten, wie lautete die Frage, wie lautete die Antwort? Und dafür habt ihr diesen weiten Weg auf euch genommen? Nee, wie lautete die Frage? Der Arishok fragte... Was ist die Verderbnis? Und wegen seiner Wissbegierde bin ich jetzt hier. Wow, okay. Müsst ihr dann nicht Bericht erstatten? Oh, davon gehe ich aus. Nicht, dass wir da mal Ärger kriegen. Was ist ein Arishok oder Arishok? Ich denke mal, es ist so eine Art Häuptling. Fragen wir mal nicht nach. Warum sollten sich die Kunari für die Verderbnis interessieren? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die sich dafür interessieren, weil sie eine Bedrohung für sie selbst sein könnten. Aber müsst ihr dann nicht Bericht erstatten? Doch. Oh, okay. Warum seid ihr immer noch hier? Wann werdet ihr das tun? Ihr scheint euch ja nicht wirklich ungemein darüber zu freuen. Naja, überhaupt freuen bei der Mimik? Ich weiß nicht. Er ist wirklich ein harter und ernster Knochen. Aber wann werdet ihr das tun? Nie. Ich kann nicht in meine Heimat zurück. Oh, okay. Warum nicht? Das tut mir leid. Nun, ihr könnt bei uns bleiben. Ah, naja, ich weiß nicht. Er ist nicht wirklich ein Mann vieler Worte, aber... Ja, warum denn eigentlich nicht? Ich meine, ja, na klar, der kann bei uns bleiben, egal was er für Gründe hat. Also nun, ihr könnt bei uns bleiben. Danke. Werden wir uns wieder auf den Weg machen? Die dunkle Brut wartet. Ja, na klar, aber was habt ihr in diesem Käfig gemacht? Wie ihr sehen konntet, habe ich darin gesessen. Sehr witzig. Das habe ich nicht gemeint. Sehr witzig. Müsst ihr alles so wörtlich nehmen, wie niedlich? Ihr seid also eher der stille Typ. Naja, ob so etwas niedlich ist, würde ich jetzt mal nicht behaupten. Müsst ihr alles so wörtlich nehmen? Das habe ich nicht gemeint. Nee, das habe ich auch nicht gemeint. Also, so. Aber ihr habt es gefragt. Ja, schon klar. Schön. Vergessen wir das erstmal. Werdet ihr meine Frage beantworten? Naja, das hat er eigentlich getan, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, ihr seid unfassbar, sagt es mir einfach. Naja, ihr mögt mich nicht besonders, oder? Da würden wir es also echt auf den Punkt bringen. Das ist natürlich jetzt gefährlich. Sagt es mir einfach. Das habe ich schon. Paschera. Möchtet ihr sonst noch etwas? Paschera, war das jetzt etwas Böses? Ich weiß es nicht. Oh, ich ahne Böses. Ja, ich wollte mit euch hier über etwas sprechen, das ihr erwähnt habt. Gut. Sprecht. Also anscheinend nichts. Nichts, ja, gut. Es genügt vorerst. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. So soll es sein. Lasst uns gehen. Wie ihr wünscht. Wir hatten natürlich jetzt den Dialog und wow, plus 12, okay, hahaha, klasse, wir haben es doch erwischt, sehr gut. Also, wundert mich natürlich sehr, wir hatten im letzten Part natürlich minus 1 beim Stan, weil wir irgendwie falsch geantwortet haben, was ihm halt nicht so wirklich gepasst hat und jetzt glaube ich, woran lag es denn jetzt? Weil er wahrscheinlich nicht in die Heimat zurück kann und wir gesagt haben, er kann bei uns bleiben, wahrscheinlich deswegen, finde ich gut, okay, wir haben nicht mehr genug Fragen. Und eieiei, das mit dem Stan wird auf jeden Fall noch lustig. Diesen Charakter durchblicke ich noch nicht. Er ist auf jeden Fall sehr, naja, sehr, sehr, wie soll man es ausdrücken? Mir fehlen da ehrlich gesagt die Worte.
auf jeden Fall sehr trocken. Da müssen wir aufpassen bei dem Kunari. Aber wir sind bei allen Gefährten durch. War auf jeden Fall sehr interessant. Also gerade Liliana mit ihren Geschichten und Legenden. Dann die Morrigan wegen der Flemeths, ne? Auf jeden Fall ziemlich cool. Und dann halt mit Alistair, mit Duncan und Co. Also hat sich gelohnt, hat mir gut gefallen. Aber jetzt würde ich doch sagen, gehen wir nochmal weiter, denn wir haben noch einiges zu tun. Und ehe ich es vergesse, wo ist in unser Tagebuch die aktuellen Questen? Kokari Wildnis Testament. Genau, da müssen wir ja zu Jetta. Nach Redcliffe. Dann haben wir die Verderbnis. Ja. Ja, genau. Drei Rekruten zur Einberufung. Ne? Der Blackstone-Freischäler und das Pflichtversäumnis. Okay, da müssen wir auf jeden Fall durch die Welt rumkommen. Aber Paragon der anderen Art, das Wesen der Bestie und der zerbrochene Zirkel. Genau, wir müssen nämlich eine Armee aufstellen. Und genau, such all Eamon auf. Und das werden wir auf jeden Fall als erstes machen. Gehe ich mal stark davon aus. Gehen wir mal zur Weltkarte, würde ich doch meinen. Gruppe sammeln und weiterziehen. Ja, bitte, machen wir doch mal. So, als Gruppe nehmen wir... was sollen wir mitnehmen? Ja. In der Tat. Unbedingt. Ich denke mal, wir nehmen die alte Gruppe mit. Die ist auf jeden Fall richtig gut. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, mit was für Gruppen ihr dann losziehen würdet. Ich meine, ich liebe natürlich die Zera. Ist unser persönlicher Mabari. Und der Stan ist natürlich auch eine harte Socke. Ne? Also ich meine, so knochentrocken wie er ist... der kann auch bestimmt böse austeilen, aber ich denke mal mit zwei Fernkämpfern und zwei Nahkämpfern mit einem Tank dabei, ne? Wir sind ja ein reiner Damage-Dealer, wir halten echt wenig aus. Können wir eigentlich das Abenteuer dann weiter hier beginnen? So, annehmen. So, und da sind wir auch auf der Weltkarte. Frostgipfelgebirge. Oh, der Turm des Zirkels, okay. Ah, hier, Schloss Redcliffe, Dorf Redcliffe, Lothering, da waren wir schon. Ja, da sind die Elfen. Denerim haben wir hier und wir können sogar nochmal zurück zur Flemmes Hütte. Ostagar, ach hier, man sieht es sogar deutlich, wo die Verderbnis schon gewesen ist. Eieieiei. Okay, wir müssen nach Redcliffe, werden wir auf jeden Fall machen und wir werden anscheinend angegriffen. Das ist alles andere als gut. Was haben wir denn? Genlock? Oh, ein Alpha, alles klar. Alistair, Alpha, definitiv, Genlock, oh nein, ein Gesandter. So, auf jeden Fall muss der Magier weg. Der Magier haut wahrscheinlich so böse Schaden rein, da können wir nicht schneller gucken, da liegen wir auf dem Boden. Und ansonsten sehe ich eigentlich nichts, okay. Eine Falle entdeckt, wo denn bitte? Oh nein, wir haben echt Fallen. Okay, wir kümmern uns um die Falle, die Ranged-Dealer kümmern sich um den Gesandten. Ich hoffe, die kriegen das hin. Ja, die hauen den Gesandten auch weiter, sieht richtig gut aus. Und Alistair, ich hoffe mal, der packt das schon. Wir kümmern uns mal um die Falle. Eine Falle, die entdeckt ja jeder. Seht nicht hin. Eine Falle, die entdeckt ja jeder. Seht nicht hin. Ja, komm schon. Wow, Alistair, bitte nicht. Nee, keine Unruhe. Eine Falle, die entdeckt ja jeder. Okay, jetzt müssen wir mal eben gucken. Oh, der Gesandte lebt ja immer noch, Freunde. Sieht nicht hin. Eieiei, das sieht nicht gut aus. Ah, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Schrecken, den Fluch brauchen wir nicht. Benommen machen. Was nehmen wir denn da? Ja, hier, Lebenskraftentzug ist eigentlich ganz cool. Und wir sollten mal hier schnell die Fallen entschärfen. Warum geht das denn nicht? Eine Falle, die entdeckt ja jeder. Seht nicht hin. Eine Falle. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Meine Güte, es dauert aber jetzt gerade ein bisschen länger. Oh, kriegen die das noch hin? Ich glaube ja. Wir geben dem Alistair nochmal einen Wundumschlag. Ah, wer lebt denn noch? Nur noch die zwei, ne? Ja, es müsste eigentlich gut gehen. Die entdeckt ja jeder. Oder auch nicht, aha. Wundumschlag? Nee, den starken nicht. Der ist zu stark.
Haha. Es gibt mir ein Zeichen. Wenn man Held wird, hat halt noch was. Okay, und stopp. Ich weiß nicht, warum wir nicht die Falle entschärfen, aber wir machen jetzt erstmal alle Positionen halten, alle Gruppenmitglieder Positionen halten und wir entschärfen mal schön fleißig weiter. Ey, nix da. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ach, entschärfen gescheitert. Ah! Erlaubt ihr? Natürlich. Ich könnte das machen. Oh, wow. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Okay, wir schaffen es. Leliana. Entschärfen auch gescheitert. Wir sind nicht gut genug dafür. Verdammt nochmal. Das ist alles andere als gut. Okay, die müssen ja da, wo sie sind, müssen sie bleiben. Wir Seht werden... nicht hin. Eieiei. Schade eigentlich, schade. Da geht uns jetzt gerade eine Menge Erfahrung flöten, im Grunde genommen. So, die Wurzel noch. Mal gucken, was er dabei hat. Und Wundumschlag und Saphir. Sehr schön. Saphir ist so hübsch, ne? So, nehmen wir natürlich mit. Und eieiei. Eine Falle, die entdeckt ja jeder. Ja, toll, aber... Na, klasse. Ich könnte das machen. Nee, das kannst du leider auch nicht. So, wo ist denn der Ausgang? Genau hinter uns. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich da durch kann. Und ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert, dass wir direkt... Achso, der Weg zurück. Nee, wir müssen... Ach, da. Weil es soll jetzt keiner in die Falle laufen. Ne? Schade, dass wir sie echt nicht entschärfen können. So, Gruppe sammeln weiter. Ja, bitte. Eieieiei. Da werden wir also echt überrascht. Mal ebenso. Klasse. Da müssen wir natürlich aufpassen, wenn wir dann reisen in Zukunft, ne? Das habe ich ganz vergessen. Können wir uns kurz unterhalten? Ich muss euch etwas erzählen, das ich euch vermutlich schon eher hätte sagen sollen. Wow, okay, was denn? Lasst mich raten, ihr seid ein Idiot, um Gottes Willen. Wir sind ja nicht Morrigan. Das wird mir nicht gefallen, richtig? Was habt ihr auf dem Herzen? Kann das nicht warten? Nee, warum denn? Ach Quatsch, was habt ihr auf dem Herzen? Ich habe euch doch erzählt, dass Al Eamon mich aufgezogen hat, richtig? Dass meine Mutter eine Dienerin im Schloss war und er mich aufgenommen hat. Der Grund, warum er das getan hat, war, dass... Nun, dass mein Vater König Marek war. Ich nehme an, das bedeutet, Kaelin war mein Halbbruder. Du machst Witze, Alistair. Ach, Alistair, jetzt wird's kompliziert. Also, der verstorbene König war sein Halbbruder und der Vater vom König in dem Sinne der Vater von Alistair. Wow. Und damit kommt er natürlich jetzt um die Ecke, ne? Ja, was? Und das konntet ihr mir nicht früher sagen? Also, ihr seid nicht nur ein Bastard, sondern ein königlicher Bastard, in der Tat. Macht euch das nicht zum Thronerben? Ja, das macht es, höchstwahrscheinlich. Ah, warum habt ihr mir das nicht gleich erzählt? Oh Mann, was soll man darauf jetzt antworten? Warum habt ihr es mir nicht gleich erzählt? Ich hätte es euch gesagt, aber für mich war das nie wichtig. Ich war unerwünscht, eine potenzielle Bedrohung für Kaelins Herrschaft. Also wurde ich verschwiegen. Ich habe es nie jemandem erzählt. Wer es wusste, lehnte mich entweder ab oder bevorzugte mich. Selbst Duncan hielt mich deswegen aus dem Kampf heraus. Deshalb wollte ich, dass ihr so lange wie möglich nichts davon erfahrt. Wow, okay. Na Quatsch, kein Problem, Alistair. Ich meine, das ist ja auch an für sich wirklich eine ernste Sache. Na, ich glaube, ich kann das verstehen. Ich glaube nicht nur, ich kann es auch verstehen. Ich kann nicht glauben, dass ihr so dumm gewesen... Ja, dass ihr so dumm wart, um Gottes Willen. Ihr hättet es mir dennoch sagen sollen. Ja, weiß es Logan? Ich denke mal, er weiß es auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann das verstehen. Gut, das freut mich. Es ist sowieso nicht so, dass ich deswegen eine Sonderbehandlung erhalten habe. Wie auch immer, das war's. Das musste ich euch sagen. Ich dachte, ihr müsstet es wissen.
Ja, gut, okay. Dann seid ihr sicher oder verheimlicht ihr mir noch etwas? Nee, das glaube ich nicht. Dann seid ihr also der Thronerbe? Naja, ich weiß nicht, ob wir ihn darauf ansprechen sollten. Das wird schon einen Grund haben. Ich meine, er ist ja wirklich nicht doll darauf, wohl auf den Thron zu kommen, sonst hätte er schon längst irgendwas unternommen. Warum sagt ihr es mir dann? Warum muss ich es wissen? Wahrscheinlich wegen dem Earl Eamon oder so. Also Earl Eamon, weil wir darauf angesprochen werden. Wir könnten, unseren Vorteil daraus nutzen. Nein. Warum sagt es mir dann? Warum muss ich es wissen? Weil es vermutlich zur Sprache kommt. Ich wollte nicht zurück nach Redcliffe, ohne dass ihr die Wahrheit kennt. Das wäre unangenehm gewesen. Aber ich mache mir keine Illusionen über meinen Status. Mir wurde immer gesagt, ich sei ein Bürgerlicher, jetzt ein grauer Wächter. In jedem Fall aber weit hinten in der Thronfolge. Und das ist auch in Ordnung. Wenn hier einer Thronerbe ist, dann Earl Eamon selbst. In ihm fließt kein königliches Blut, aber er ist Caelans Onkel. Und viel wichtiger, beim Volk sehr beliebt. Obwohl, wenn er tatsächlich so krank ist, wie wir gehört haben... Nein, daran will ich gar nicht denken, wirklich nicht. Nun wisst ihr es. Können wir jetzt weitermachen? Ich würde gerne so tun, als hieltet ihr mich immer noch für einen Niemand, der zu viel Glück hatte, um mit dem Rest der Grauen Wächter unterzugehen. Ach Quatsch, um Gottes Willen. Seid ihr das nicht, wie ihr befehlt, mein Prinz? Oh, jetzt geht's aber rund, ne? Also die Dialoge, also hör mal. Ist ja nicht verkehrt. Das denkt ihr doch nicht wirklich. Und was macht das aus mir? Naja... Na, Also ich meine, ich finde es ja auf jeden Fall schon, der Alistair ist eine ehrliche Haut, ne? Ich meine, dass er uns so jetzt wirklich vorher erzählt, dass wir es jetzt nicht von ihm erfahren oder so, das wäre wirklich peinlich gewesen eigentlich im Grunde genommen. Das denkt ihr doch nicht wirklich. Ich meine, wir könnten ihn jetzt auf die Schippe nehmen, aber ich weiß nicht, ob der Alistair... Das wäre wieder etwas eigentlich, was von Morrigan kommen würde, oder? Wie ihr befehlt, mein Prinz? Naja, seid ihr das nicht? Naja, und was macht das aus mir? Einen Niemand, der zu viel Glück hatte, um mit dem Rest der Grauen Wächter unterzugehen. Willkommen im Club. Na dann. Aber gut sieht er aus, der Alistair. Und der Alistair stimmt zu und wir haben natürlich einen Codex-Eintrag. Codex aktualisiert. Wahrscheinlich über Redcliffe. Die ganze Geschichte, da wissen wir ja immer noch nicht, was wir machen. Ob wir erstmal alle Codex-Einträge sammeln, um die dann irgendwann mal auch dann vorzulesen. Die Todeswurzel packen wir natürlich ein und dann wollen wir uns doch hier mal umgucken. Naja. Gruppe darf sich wieder frei bewegen. Das war jetzt nur wegen den Fallen und da steht auch schon jemand. Hi. Ich sah Reisende die Straße entlang kommen und traute meinen Augen kaum. Seid ihr hier, um uns zu helfen? Zu helfen? Ich muss in einer wichtigen Angelegenheit zu Earl Eamon, das ist richtig. Was meint ihr damit? Gibt es ein Problem? Aus dem Weg, ich habe keine Zeit für hirnlose Narren. Oh mein Gott. Na, was denn? Was meint ihr damit? Gibt es ein Problem? Ihr wisst es nicht? Hat draußen niemand davon gehört? Nein. Ach so, ich weiß, dass Earl Eamon krank ist, wenn ihr das meint. Ja, das wissen wir auch. Und er könnte jetzt bereits tot sein. Seit Tagen hat niemand Nachricht aus dem Schloss gebracht. Wir werden angegriffen. Jede Nacht kommen Monster aus dem Schloss und greifen bis zum Morgengrauen an. Wir alle kämpfen und sterben. Offenbar sind alle der Ansicht, die Verderbnis sei eine optimale Zeit, um sich gegenseitig umzubringen. Ganz großartig. Wir haben keine Armee, keinen Aal und keinen König. Niemand hilft uns. Viele sind tot und der Rest fürchtet, es bald zu sein. Moment, welche böse Macht greift euch an? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Niemand weiß es. Ich bringe euch zu Ben Teagan. Nur er hält uns noch zusammen. Er will euch bestimmt sehen. Ben Teagan? Earl Eamons Bruder? Er ist hier? Ja, es ist nicht weit. Kommt bitte mit. Ja, dann...
Dann wollen wir doch mal auf jeden Fall zu einem werten Ben Teagan einmal. Das alles dann im nächsten Part.